Ein Großalarm erreichte heute aus El Arenal in der Nähe des Hostal Atlanta die Polizei, die Feuerwehr und die Krankenwagen. Alle waren sie schnell zur Stelle, denn sie sind gut eingeübt und das Feuermeldesystem funktioniert. Die Nachbarn schauen verängstigt schon in Richtung des ausgebrannten Appartements hier in El Arenal. Nach Aussage der Polizei und Feuerwehr befindet sich niemand mehr in diesem brennenden Appartement. Die ältere Dame hier wurde rechtzeitig rausgeholt und sie hatte leichte Atembeschwerden, also keine Atemvergiftung. Es ging alles nochmal gut. Aufgrund der Schnelligkeit der Feuerwehr und den perfekten Einsatz in Zusammenarbeit mit Polizei und Krankenwagen ist die Dame nochmal gut weggekommen und bestens versorgt in einer Wärmehülle. Noch einige Bilder einer Mitbewohnerin für die Versicherung und alles läuft jetzt in die Ermittlung.